Datenanalyse ist ja ein ganz heißes Thema. Ja, völlig hip momentan. Jeder analysiert irgendwelche Daten, reden von Big Data, ganz viel, was es zu analysieren gibt. Und dazu möchte ich euch heute was erzählen, weil wir natürlich auch einiges mit Daten zu tun haben. Ja, sei es jetzt Performance-Messungen, die der Georg irgendwie schon mal macht, Logdateien, die ihr auf den Firewalls habt, Netzwerk-Traffic, den man auswerten will, vielleicht auch sogar Source-Code, Repositories oder Ähnliches. Ich habe eigentlich hier bei Genua mit den beiden Tools, die ich euch vorstellen möchte, noch nichts zu tun gehabt. Das ist also wirklich mal ein Privatvergnügen. Und Vergnügen heißt, ich habe so viel Spaß daran, dass ich jetzt immer mehr Daten irgendwie sammle und analysiere. Und ich möchte euch ein bisschen einen Überblick geben über die beiden Tools, IPython und Pandas, und so ein bisschen Interesse wirken, dass ihr vielleicht auch mal da reinschaut und schaut, welche Daten man so alles analysieren kann. Die eigentliche Analyse geht nachher mit Pandas, das ist eine Python-Library. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal in Python programmiert? Die allermeisten. Ich kann schon vorab sagen, der Vortrag ist nicht nur für Python-Leute interessant, gerade bei dem IPython gibt es auch durchaus Schnittstellen zu anderen Sprachen. Und insgesamt ist auch bei der Datenanalyse nachher nicht viel Code. Das heißt, wenn ihr lieber in Perlin oder in Ruby programmiert, dann betrachtet das vielleicht einfacher so als Domain-Specific Language. Ja. Bevor ich aber auf dieses Pandas komme mit der eigentlichen Analyse, möchte ich euch IPython vorstellen, denn IPython ist so die Arbeitsumgebung, in der man die Analysen eigentlich ganz gut machen kann. Ist grundsätzlich unabhängig von dem Pandas, ist auch ein Open-Source-Projekt, beide Sachen, Pandas und IPython, sind BSD-lizenziert, gibt es für alle Plattformen. Und ihr seht jetzt hier schon mal ein paar Screenshots. Die Idee ist eigentlich, wir haben so einen interaktiven Prompt, den man kennt aus von Python oder von Ruby, IRB oder auch in anderen Programmiersprachen. Da tippe ich meinen Code ein, jede Zeile, drücke Enter, dann kommt ein Ergebnis. Und so hat IPython auch mal angefangen vor 10 Jahren. Und da war das so konsolenmäßig. Das heißt, ein bisschen, da kamen immer mehr Features dazu, Tab Completion und in der History und immer mehr. Und irgendwann sind die auf die Idee gekommen, naja, wir können ja mal aus dieser interaktiven Konsole ein kleines Serversystem machen. Das ist so vor 3 Jahren passiert. Dann hat man so eine Art Kernel, einen IPython-Kernel, das ist der Python-Interpreter. Und dann habe ich verschiedene Clients, einmal so eine Kommandozeilenkonsole, aber auch eine grafische Konsole, ich nehme mal hier den eine grafische Konsole, so eine Qt-Anwendung oder, was wir jetzt gleich sehen werden, das sogenannte IPython-Notebook als Browser-Schnittstelle. Und in all den Fällen ist es so, dass die eigentlichen Operationen hier in dem Kernel, in dem Python-Interpreter ausgeführt werden und über diese Schnittstelle bediene ich den. Die haben hier so ein Netzwerkprotokoll über ZeroMQ realisiert. Bei dem Notebook ist es noch ein bisschen komplizierter, da ist dann noch so ein Webserver mit dabei und Websockets. Sieht man nachher eigentlich an der Oberfläche nicht, nur dass euch schon mal klar, die Architektur klar wird. Ich habe halt mehrere unterschiedliche Schnittstellen, die alle dann mit dem Kernel laufen. Und da das ein Netzwerkprotokoll ist, ist sogar auch denkbar, dass das auf unterschiedlichen Rechnern läuft. Ich werde jetzt hier erstmal lokal arbeiten. Ja. Und dann legen wir auch direkt mal los. Ja, ich will gar nicht so viel Folien machen, sondern euch mehr zeigen. Dazu muss ich mich allerdings mal hinsetzen. Okay. Also IPython wird an der Konsole gestartet. Und zwar IPython Notebook. Was dann passiert ist, im Hintergrund startet dieser Webserver und das Programm öffnet mir direkt meinen Webbrowser mit der richtigen URL hier auf Localhost und dann sehe ich diesen Startbildschirm. Und da sind jetzt schon recht viele Notebooks installiert
Und wir machen jetzt aber einfach mal ein neues Notebook auf und in dem kann ich dann interaktiv arbeiten. So, was sieht man jetzt? Ich habe hier Kopfzeile und hier einen blinkenden Cursor und da kann ich jetzt Python-Code eintippen. Ja, wenn ich jetzt mal mit Hello, Hallo Welt, dann drücke ich Shift-Enter und der Code, den ich eingegeben habe, das jetzt hier im Prinzip über JavaScript realisiert, der wird an diesen Kernel gesendet, diesen Python-Interpreter, der führt den Code aus und sendet die Ausgabe wieder an meinen Webbrowser zurück. Daher kann ich jetzt hier Python-Code programmieren. Ja? Auch durchaus mit mehreren Zeilen, was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, one, two, three, so, was weiß ich, und ja, dann kriege ich hier wieder die Ergebnisse. Und das Schöne ist jetzt gegenüber der Konsole, die ich bislang eigentlich so gewohnt bin, dass ich hier auch wieder zurückgehen kann und ich kann dann halt hier wieder weiter editieren und das nochmal ausführen. Dann sieht man, hier entstehen so Nummerierungen, das ist praktisch die Reihenfolge, die Zeilen eigentlich, die nach und nach ausgeführt werden. Und ich kann jetzt zwischen diesen Zellen navigieren, ich kann auch neue Zellen einfügen. Above oder below, machen wir jetzt mal below. Ja, dann habe ich hier wieder eine Zeile und kann jetzt da so schnipselweise meinen Python-Code schreiben. Und die Variablen, die ich definiere, zum Beispiel hier oben, ja, die bleiben halt, die sind in dem laufenden Python-Prozess in dem Server enthalten. Das heißt, ich kann hier unten auch wieder abfragen. Das ist also alles ein Namespace praktisch, wo diese Sachen drin laufen. Okay, soweit eigentlich noch nicht besonders spektakulär. Das hätte ich jetzt auch eigentlich an der Konsole machen können. Schön ist jetzt, ich kann hier nicht nur Code-Schnipsel einfügen, sondern auch Texte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier jetzt nochmal eine Zeile einfüge, dann kann ich jetzt auch hinschreiben, jetzt kommt mein Dollar-Code. Und dann kann ich das hier auch zum Beispiel als Überschrift formatieren. Das heißt, ich kann jetzt, während ich so arbeite, auch gleichzeitig immer wieder hinschreiben, was ich eigentlich mache. Und dann kann ich diese Notebooks abspeichern in so einem JSON-Format und kann die dann nachher wieder einladen. Das werden wir gleich sehen. Das heißt, ich habe so ein bisschen, so wie früher bei Knuth, Literate Programming, ja, ich habe Text, wo ich sage, was ich machen werde und dann kann ich halt auch so Code-Schnipsel machen. Und das ist, werden wir gleich sehen, insbesondere auch bei der Dokumentation von solchen Datenanalysen ganz hilfreich, weil ich dann nicht nur den eigentlichen Code habe, sondern ich kann dann auch Sachen dazu schreiben. Und das Ganze geht mit Markdown, also wenn ich jetzt sage, ein wenig Markdown. Dann kann ich das zum Beispiel jetzt, wie man das halt in Markdown macht, so. Ja, dann formatiert er mir das auch entsprechend oder ich kann halt irgendwas auch an Aufzählungen machen oder ähnliches. Ja? Gut. Das IPython bietet mir jetzt neben diesen Zellen noch verschiedene Komfortfunktionen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich definiere mir jetzt mal einen String, für diejenigen, die jetzt Python nicht so gut kennen, dankt euch einfach bei den Datenstrukturen, die ich hier so habe, ist die Syntax wie bei JSON oder bei JavaScript. Ja, das heißt, das, was ich jetzt hier habe mit den eckigen Klammern, ist so eine Liste. Und ja, String ist ganz normal mit den Anführungszeichen. Wenn ich jetzt hier auch, also einen String habe zum Beispiel, dann kann ich jetzt mit Punkt und Tabulator auch mir die verschiedenen Operationen, die Methoden hier auflisten lassen.
Zum Beispiel machen wir jetzt mal Upper. Ja, und dann kann ich das halt entsprechend ausführen lassen. Und wenn ich jetzt wissen will, was diese Upper-Methode macht, kann ich auch ein Fragezeichen dahinter stellen. Dann kommt halt hier so ein Fenster mit der entsprechenden Dokumentation. In dem Fall ist es nicht so besonders spannend. Oder wenn ich eine Funktion habe, der ich Argumente übergebe, dann sieht man halt auch, was die Parameter sind. Das alles geht zum Beispiel auch an der normalen IPython-Konsole im Terminal, kann man sich vielleicht auch vorstellen. Gut. Gibt es soweit schon irgendwie Fragen? Nee, dann mache ich jetzt mal Folgendes. Ich speichere mal dieses Notebook ab. Hier kann ich einen Titel vergeben. Ja, zum Beispiel Vortrag. Sag jetzt File Save. Und dann gucke ich einfach mal in meinem Dateisystem. Hier läuft jetzt dieser Server, ja, IPython Notebook, den ich gestartet habe. Und ich kann jetzt mal nachschauen. Hier ist jetzt ganz unten, seht ihr die Datei, die ich jetzt gerade abgespeichert habe. Und wenn ich da jetzt mal reinschaue, sieht man, das ist jetzt einfach so ein JSON-File, wo jetzt verschiedene Zellen abgespeichert sind. Und zwar einmal das, was ich eingegeben habe. Das sieht man jetzt zum Beispiel hier bei Input. Aber auch den Output. Das heißt, das, was der Python-Interpreter jetzt ausgerechnet hat, ausgegeben hat, ist ja auch in der Datei enthalten. Und das heißt, wenn ich jemandem anderen diese Datei gebe, kann der das dann wieder einladen und sieht auch erstmal das gleiche Ergebnis. Ja, und dann rendert der Prozess einfach das, was in diesem Notebook drin ist. So, das machen wir jetzt mal. Ich sagte ja gerade auf dem Dashboard habe ich jetzt schon eine Menge von diesen, den können wir jetzt mal zumachen. Und dann sieht man hier auch, da läuft jetzt praktisch noch dieser Kernel. Das heißt, jetzt ist nur mein Webbrowser zu, aber der Prozess, der Python-Prozess läuft noch. Jetzt kann ich den auch mal runterfahren. Und jetzt tue ich so, jetzt wäre ich ein anderer Benutzer, der jetzt einfach nur die Datei bekommen hat. Der kann die jetzt einfach einladen. Ja. Vortrag. Wie? Ja, hier, dann erscheint die in der Liste, hat er jetzt automatisch schon erkannt. Und, bitte? Achso, dann habe ich, genau, ja, dann, genau, dann kann ich die hier hochladen, brauche ich jetzt nicht machen, hier ist ja schon der Vortrag, die Datei in der Liste. Dann kann ich das öffnen und dann habe ich jetzt wieder genau den gleichen Stand, wie den ich abgespeichert habe. Nur mit dem Unterschied, dass ich natürlich jetzt hier das nochmal ausführen kann. Das heißt, ich kann natürlich jetzt hier auch wieder editieren und das dann entsprechend weiter bearbeiten. Ja. Ich habe jetzt hier mal so ein Demo-Notebook vorbereitet. Da sieht man jetzt schon auch, da habe ich halt angefangen, auch ein bisschen Python-Code zu machen. Hier sieht man, kann man auch mit Python schön rechnen. Das haben wir alles schon gesehen. Ein paar Überschriften habe ich gemacht. Markdown, dann Hilfe und Tab Completion habe ich euch schon gezeigt. JSON haben wir gesehen. Und jetzt gibt es aber noch ein paar schöne Sachen, die jetzt weniger mit Python zu tun haben. Und zwar kann ich auch Shell-Kommandos ausführen. Ich mache mal einfach den Browser ein bisschen größer, dann sieht man ein bisschen mehr. Ich mache mal den Header weg und den Browser auf Volltext, Vollbildschirm. So. Also wie im Vim mit Ausrufezeichen kann ich jetzt ganz normale Shell-Kommandos ausführen, ja, so wie ls oder ifconfig, wobei ne, ifconfig sagt er mir wahrscheinlich, kennt er nicht, dann also, sage ich jetzt, das ist nämlich nicht im Pfad unter Ubuntu, ja, so, dann kriege ich halt irgendwelche Ausgaben von allen Kommandos. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel auch, ja, habe ich jetzt mal Head gemacht auf dieser Datei von vorhin, dann sieht man hier noch den JSON-Ausschnitt. Und das Schöne ist, ich kann jetzt zum einen Variablen, die ich hier definiert habe, so wie Interface, Python-Variablen, hier noch übergeben an
an diesen Shell-Aufruf. Ja, machen wir das mal einfach so. Ja, if-config ist wieder das gleiche Problem. Sieht man, das habe ich wohl auf einem anderen Rechner gemacht. Ja, das heißt, hier ist dann ETH0 eigentlich eine Python-Variable und hier kann ich dann entsprechend das auch übergeben. Ich könnte jetzt zum Beispiel halt auch sagen, ich mache jetzt einfach hier Python-Code vor, was weiß ich, eFace in ETH0, was haben wir noch, LO, Loopback, müssten wir eigentlich haben. Ne? Und dann mache ich hier ifconfig eFace. Wie heißt es? LO0. Ja, genau, LO. Ja. Das heißt, ich kann ja eigentlich so Shell-Aufrufe mischen mit Python-Code. Und da sieht man schon, das hat jetzt an der Stelle ist nicht nur nützlich, wenn ich jetzt Python programmiere. Die Kommunikation zwischen diesem Frontend und dem Backend, diesem Kernel, die ist asynchron. Das heißt, ich kann hier jetzt auch zum Beispiel einen Ping machen und dann kriege ich halt immer die Ausgabe. Ja? Ich könnte dann, wenn ich den jetzt auch endlos laufen lasse, dann müsste ich dem Kernel so einen Interrupt senden, dann mache ich mit Ctrl-M-I und dann kriegt er hier so einen Ctrl-C und bricht den praktisch ab. So, jetzt haben wir nur Python gesehen, ich kann aber auch andere Programmiersprachen hier eingeben, wie zum Beispiel Ruby-Code. Ja, dann schreibe ich hier einfach %% Ruby, dann weiß er, okay, das ist jetzt Ruby. Und dann leitet der Python-Interpreter, der ruft dann den Ruby-Interpreter auf, holt sich über Standardausgabe das Ergebnis und leitet mir das entsprechend weiter. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie Ruby-Code habe, kann ich das auch machen. Hier kann ich das mit Perl machen, ich kann es mit Bash machen. Und dann gibt es halt bei Bash zum Beispiel hier auch so eine Funktion, dann kann ich die Ausgaben, die hier passieren, in eine Python-Variable umleiten. Output oder Error, Standard Output, Standard Error. Und ich habe dann in der Variable Output, ja, in meinem Python-Code hier dann entsprechend das Ergebnis. Ich kann dann wieder weiterrechnen. Ich kann hier auch immer mit Tabulator alles Mögliche vervollständigen. Das geht sowohl für die ganzen Variablen, die jetzt gerade in meinem Namespace definiert sind. Das geht aber auch zum Beispiel für Dateien. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ls mache, habe ich hier ganz viele Dateien und wenn ich jetzt hier irgendwie zum Beispiel mit p anfange, macht er da entsprechend auch Vervollständigung. So, soweit für die anderen Programmiersprachen. Jetzt gibt es halt noch den Fall, ich bin ja jetzt hier im Browser. Ja, dann kann ich nicht nur mit Text arbeiten, sondern ich kann auch Grafiken mir anstellen. Zeigen lassen. Ja, das heißt, ich nehme hier so eine Python Plotting Library, die macht jetzt irgendwelche Ausgaben, rendert das als PNG und das PNG kriege ich dann im Browser dargestellt. Ja, oder hier halt auch. Und dann kann ich halt hier auch wieder schön dran editieren und kriege halt eine andere Ausgabe entsprechend. Auch die Grafiken werden dann mit abgespeichert in dem JSON als Base64. Das heißt, jeder kann das sich auch wieder einladen. Da kann ich jetzt zum Beispiel auch normale Grafiken mit einbinden. Der Aufruf, den ich jetzt hier mache, das ist eigentlich nur, dass da so ein Stück HTML-Code drumherum kommt. Und dann wird hier zum Beispiel jetzt auch ein JPEG oder ein SVG dargestellt. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen HTML und dann gebe ich einfach einen HTML-Code hier an und der wird jetzt hier dargestellt. In dem Fall habe ich jetzt einfach ein iframe gemacht und dann kann man halt hier, hat man hier die Genua Webseite. Ja. Oder es gibt zum Beispiel sogar eine Komfortfunktion, um Videos einzubetten, dann kann ich halt einfach hier die ID angeben und dann habe ich hier das Video und kann das halt auch abspielen. Und das ist halt schön, wenn man jetzt so Sachen dokumentieren will, weil das halt so dann multimedial ist. Oder ich kann halt hier auch mit LaTeX arbeiten, da ist so eine MathJax-Library, JavaScript-Library eingebunden.
Das heißt, ich kann sowohl hier einfach in meinem Python-Code irgendwie so LaTeX zurückgeben, das wird dann korrekt gerendert, oder ich kann halt auch innerhalb von meiner Dokumentation hier LaTeX-Code eingeben und das sieht dann halt entsprechend auch gut aus. Wenn ich das jetzt noch flexibler haben will, dann kann ich mir eigene Definitionen, eigene Klassen bauen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel gemacht, was mir diesen Kreis rendert. Dann mache ich einfach eine Klasse Disk und die hat eine magische Methode, die praktisch heißt, okay, ich kann mich als SVG darstellen. Und das macht es halt hier, indem hier der entsprechende HTML-Code einfach ausgegeben wird und dann kann ich hier halt auch HTML, muss ich erst definieren natürlich. Ja, dann kann ich hier halt entsprechend auch eigene Objekte darstellen. Gut, hier sieht man jetzt noch ein anderes Beispiel. Es gibt so eine Library für symbolisches Rechnen in Python. Auch die gibt von Natur aus schon LaTeX aus und dann kann ich das im Prinzip so als, fast als Mathematiker oder so Ersatz nehmen. Ja, ich habe da irgendwie eine Formel und kann die dann ausmultiplizieren oder ähnliches. Ja. Soweit vielleicht erstmal zum IPython-Überblick. Wenn man jetzt diese Notebooks erstellt hat, diese JSON-Files, ja, IPyNB, dann kann man die auch anderen zur Verfügung stellen. Und dafür gibt es so einen Webservice, ich kann ihn jetzt gleich mal eben live zeigen, wo ich sagen könnte, zum Beispiel, machen wir es mal wie folgt, ich gehe einfach mal auf die Seite, brauchen wir jetzt nicht mehr, NB Viewer, und da kann ich jetzt einfach eine URL angeben, die auf so einen IPython-Notebook-File verweist. Dann lädt er sich das runter und stellt es da. Hier sind jetzt schon so ein paar Beispiele hinterlegt. Ja, dann kriege ich hier ein Rendering von dem Notebook. Sieht man, hier sind wieder so Code-Schnipsel, da sind Grafiken drin, Ähnliches. Das alles praktisch nur aus der Datei, weil alle Grafiken da Base64 kodiert drin sind. Und wenn ich das jetzt schön finde und daran weiterarbeiten will, dann gibt es hier immer einen Download-Notebook-Button. Dann lädt er mir halt die Datei runter. Ja, dann kann ich die abspeichern, irgendwo hin, bei Downloads. Und kann die jetzt hier in meinem Dashboard hinzufügen. Gehe ich also Downloads und wo war sie jetzt gerade? Die? Ja. Lade ich die ein, sage Upload, klicke da drauf und dann habe ich die Datei lokal und kann jetzt hier wieder dran ändern. Ja. Kann hier den Code ändern, irgendwas und kann dann das wieder ausführen. Und auf die Art und Weise hat sich jetzt praktisch in der Python-Community im letzten Jahr eigentlich schon ziemlich stark eingebürgert, wenn man jetzt irgendwie so Sachen, gerade auch so Datenanalysen oder so gemacht hat, dass man die einfach in diesem Notebook-Viewer, irgendwo die brauche ich nur einen Twitter-Link, ja, dann verlinke ich praktisch wieder auf diese schon gerenderte Darstellung hier. Hier auf die schon gerenderte Darstellung und dann kann jeder sich die Analyse angucken, kann die runterladen und daran weiterarbeiten. Okay, soweit dazu. Und die Leute, die dahinter stecken, ist wie gesagt ein Open-Source-Projekt, so aus dem wissenschaftlichen Bereich von ein paar Unis, die haben es jetzt geschafft, so einen Grant zu bekommen von der Sloan Foundation, dass sie jetzt die nächsten 2 Jahre für $1 Million daran weiterarbeiten können. Und Ziel ist, dass man damit besser reproduzierbaren Research hinkriegt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Paper schreibe,
Schreibe ich, habe ich nicht mehr nur das Paper, das PDF, was nachher rausfällt, sondern ich habe halt auch so ein paar Notebooks und dann kann jeder mit, ja, von mir aus auch noch bei GitHub irgendwie ein paar Daten, Datenfiles, und dann kann jeder meine Analyse, die ich gemacht habe, nachvollziehen. Das ist das Ziel. Und da arbeiten jetzt praktisch dann Leute Vollzeit dran. Deswegen glaube ich, dass da dieses Jahr auch noch eine Menge passieren wird. Was ich jetzt hier nicht zeige, was ich noch erwähnt haben will, ist, ihr seht, dass bei dem IPython hier auch so ein zweiter, wo waren wir hier, bei dem Dashboard, dass es hier noch was gibt von wegen Cluster. Und das ist eine Funktionalität, die wäre ein eigener Vortrag, dass man nämlich praktisch dann sagt, ich habe mehrere von diesen Kerneln, die laufen irgendwo im Netz und ich steuere die jetzt von einem Notebook aus zentral. Ja, dann habe ich so, kann ich parallel Sachen rechnen. Habe ich mich noch nicht besonders mit beschäftigt, aber gibt es auch. Teilweise dann auch, dass diese Instanzen dann bei Amazon oder so laufen, wenn man halt selber nicht so viel Rechner zur Verfügung hat. Okay. Gibt es soweit noch Fragen zu der Umgebung? Okay. Dann zum Thema Datenanalyse. Das ist jetzt das Stichwort Pandas. Pandas ist einfach nur eine Python-Library, die verschiedene so Low-Level-Libraries, die es für Python gibt, die in C oder in Fortran oder so programmiert sind, sich zunutze macht. Und da kann ich im Wesentlichen so tabellarische Daten, sage ich mal, mit auswerten. Das heißt, man kann sich vorstellen, alles, was zu groß ist für eine Tabellenkalkulation, aber Daten, die noch in den Hauptspeicher passen, also sagen wir mal, bis vielleicht 1 Million Datensätze oder so, Daten, die vielleicht aus CSV-Dateien kommen, die aus Datenbanken kommen, die irgendwo aus dem Web kommen, die ja irgendwie so strukturiert sind, die kann ich da einladen in so ein sogenanntes Data Frame, und dann kann ich da verschiedene Operationen drauf machen. Und das zeige ich euch jetzt mal mit. Okay, und ein einfaches Beispiel, was ich mir jetzt gestern eingefallen ist, ist, ich habe mal eine Analyse gemacht zum Thema Bitcoin. Ja, das mache ich hier auch wieder in meinem iPython Notebook. Und zwar habe ich jetzt einfach mal eine Webseite genommen, hier sieht man die, die mir die letzten 20.000 OAS, 20.000 oder Trades von Mt. Gox irgendwie als CSV zurückgibt. Ja, das heißt, ich rufe hier diese HTTP-Adresse auf und dann kriege ich halt CSV mit den letzten Umsätzen. So. Das sind relativ einfache Daten, deswegen nehme ich die jetzt mal als Beispiel. Das Runterladen kann ich jetzt entweder mit Python machen oder ich habe jetzt hier einfach mal Curl genommen. Hauptsache, ich kriege die Daten irgendwie runtergeladen. Ja, das heißt, ich lade jetzt die aktuellen Daten mal rein. Dann kann ich mit Head da mal reinschauen. Dann sieht man hier so einen Unix-Zeitstempel. Einmal ist es der Preis und hier die Anzahl der umgesetzten Bitcoins. So. Soweit nichts Neues, das hatten wir schon gesehen bei dem IPython. Jetzt importiere ich diese Pandas-Library, das geht in Python mit Import, unter dem Kurznamen PD, damit ich nicht so viel tippen muss. Und dann kann ich mit der Methode read.csv so CSV-Dateien einlesen. Da gebe ich einfach den Dateinamen ein. Und in dem Fall steht hier wirklich gar nichts dabei. Das ist ja der Ausschnitt aus der Datei. Das heißt, ich sage jetzt Python, dem Pandas noch, wie die Spalten zu beschriften sind. Das wäre der Unix Timestamp, der Preis und dieser Amount. Und ich habe gar keine Header-Zeile. Wenn da jetzt schon was drinstehen würde, so als Überschrift, dann würde das automatisch auslesen, dann bräuchte ich da gar nichts machen. Ja, dann kann ich das einlesen. Theoretisch kann ich auch ihm einfach die URL geben und das dann live abfragen. Ja, können wir jetzt, wenn der Server jetzt nicht gerade down ist, dann kann ich das auch mal machen. Dann kommt dann, käme dann jetzt praktisch das gleiche Ergebnis raus, dann wartet er. Braucht er ein bisschen. Und dann habe ich als Ergebnis so ein DataFrame-Objekt. Das habe ich jetzt der Variable df zugewiesen. Und dann
Aber wenn ich das einfach so ausführe, dann kriege ich eine Darstellung, die mir so einen Überblick liefert. Und da sieht man jetzt, ich habe hier einen Data Frame, der hat 20.000 Einträge. Und zwar gibt es drei Spalten, das sind die drei, die ich hier halt angegeben habe, nämlich Unix Time, Price und Amount. Und er hat festgestellt, da sind 20.000 Werte drin. Wenn da jetzt mal ein Wert fehlen würde, dann kann er die auch entsprechend ignorieren. Also Pandas ist insbesondere gut, wenn man so Datensätze hat, die ein bisschen unsauber sind und ich will die dann irgendwie bereinigen oder so. Ist jetzt hier denn nicht der Fall, deswegen ist es ein bisschen einfacher. Dann kann ich jetzt mit Head zum Beispiel mir die ersten fünf Zeilen mal ausgeben lassen. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel wieder so eine HTML-Darstellung. Das ist jetzt einfach da nutzt jetzt Pandas diese IPython-Funktionalität, um so wie ich meinen Circle hatte in Blau, so macht er jetzt eine HTML-Tabelle daraus. Ja, jetzt sehe ich halt die Daten und ich kann jetzt verschiedene Operationen auf diesem Data Frame ausführen. Das erste, was ich jetzt eigentlich machen will, ist aus dieser Unix-Time mal ein vernünftiges Datum und Zeit zu machen. Da gibt es jetzt in Python eine Funktion, die heißt DateTimeFromTimestamp und die wandelt jetzt einfach diesen Unix-Timestamp in ein vernünftiges Datum um, mit dem Python was anfangen kann. Und ich mache mir jetzt einfach eine neue Spalte und da sage ich, die neue Spalte, die gibt sich aus der alten Spalte, indem ich eine Funktion drauf anwende. Ja, dann gebe ich hier einfach die Funktion an, die heißt halt so vom Timestamp. Wenn ich das mache, dann sehe ich, habe ich hier halt eine neue Spalte. Und da sieht man schon, da hat er mir jetzt eigentlich ist genau von jetzt gerade, sind jetzt diese 20.000 Werte. Dieses DataFrame-Objekt ist so ein bisschen dem abgeschaut, was es auch als DataFrame-Objekt in R gibt. Also wer das kennt, wird sich da ein bisschen leicht zurechtfinden. Das besteht jetzt im Grunde aus einer Datenstruktur, ja, ich zeige es vielleicht mal auf der Folie, das ist am einfachsten, aus folgender Datenstruktur. Da gibt es halt, das ist jetzt praktisch meine Tabelle, die besteht aus so Spaltenüberschriften, die habe ich ja von Hand gesetzt in meinem Fall. Das waren jetzt, ich hatte drei Spalten, hier sind es jetzt vier. Dann gibt es die eigentlichen Daten, die sind sozusagen eigentlich als Liste, kann man als Array angeordnet, so vertikal. Können auch unterschiedliche Datentypen haben. Jede Spalte hat einen anderen Datentyp. Hier jetzt Integer, Strings, Floating Points oder so. Oder Booleans. Und wenn es halt sogar innerhalb der Zeilen unterschiedliche Datentypen sind, dann macht er einfach Python-Objekte daraus. Also auch das würde gehen. Und NA heißt jetzt ist ein Spezialwert für fehlender Wert. Oder